Seid gegrüßt. Heute möchte ich euch nochmal das Thema PID-Regler etwas näher bringen, beziehungsweise wie man diesen etwas besser einstellen kann. Und da hat ja der Friedrich einen coolen Tipp gegeben, und zwar hat er das HAL-Scope erwähnt. Ja, was ist denn das HAL-Scope? Das HAL-Scope ist ein Oszilloskop im Linux-CNC. Also es ist wie ein normales Oszilloskop, ich kann Signale anschließen und diese visuell darstellen. Und wie das Ganze funktioniert, wo ihr das HAL-Scope findet und wie ihr das benutzen müsst, das zeige ich euch wieder an meinem Versuchsaufbau, und da nehme ich euch jetzt mit hin. So, als erstes starte ich erstmal meine Testmaschine. Und dann zeige ich euch mal dieses HAL-Scope und wie man damit den PID besser einstellen kann, beziehungsweise das Ganze mal sichtbar macht. So. Ich referenziere mal meine Achsen, damit ich MDI-Befehle ausführen kann. So, Achsen sind referenziert. Nun mal zu den HAL-Scope. Dieses HAL-Scope, dieses Oszilloskop, findet ihr unter Maschine und dann steht hier HAL-Scope. Das öffnet ihr. Beim ersten Mal werdet ihr gefragt, welche Einstellung das Oszilloskop haben soll. Ich drücke jetzt einfach mal OK. So, nun sind drei Parameter wichtig, und das stellt man hier über die Kanäle ein. Also über die Kanäle kann ich sagen, tracke mir die folgenden Signale oder irgendein Signal mal mit. Hier kann ich die Signale auf dem Bildschirm hoch und runter schieben und skalieren. Hier drüben ist der Triggerkanal, den kann ich hier noch einstellen. Die Schwellen, ab wann mitgezählt werden soll. Und hier oben habe ich die Schieberegler für die allgemeine Ansicht. Aber das seht ihr gleich. Also, als erstes wähle ich mir im ersten Kanal ein Signal aus. In dem Fall wähle ich mir die Geschwindigkeit der Achse 0. Das wäre in dem Fall Achse 0 Joint Wähl CMD für Velocity Kommando. Und diesen Kanal, den nehme ich auch gleich zum Einsteigen, also dieses Signal soll getrackt werden. So, also ich wähle bloß die Quelle Kanal 1, ich sage steigende Flanke und ich schiebe die Schwelle etwas hoch, so in etwa. Also ich habe hier die Nulllinie und oben drüber ist sozusagen mein Triggerpunkt. Jetzt passiert Folgendes: wenn die Achse losfährt, dann kommt sie durch den Triggerpunkt. Das Oszilloskop erkennt eine steigende Flanke und das Signal wird aufgezeichnet, bis es wieder abfällt. So, das zeige ich euch mal. Ich fahre jetzt mal mit G1F1000 in X-10. So. Jetzt hat er noch nichts aufgenommen, weil das war noch keine steigende Flanke. Das seht ihr jetzt, wenn ich wieder auf X0 fahre. Okay, ich muss erstmal dieses Oszilloskop noch einschalten. Also wir machen den Modus auf Normal. Hier lassen wir auch auf Normal. Nochmal zurückfahren. So, jetzt sehen wir schon, dass hier ein Ausschlag entsteht. Nochmal das Ganze etwas langsamer, also minus 10, und jetzt in den positiven Bereich fahren. Und jetzt habe ich das Signal, was ich eigentlich haben will. Das zeige ich euch mal. Kanal 1 ist angewählt und ich verringere mal den Scale. Zoome etwas heran. Schiebe das Ganze mal in die Mitte. So. Das war jetzt unsere Bewegung. Also ich bin jetzt von minus 10 auf 0 gefahren. Das heißt, ich habe eine Beschleunigung auf den Speed 1000 mm pro Minute.
Dieser wurde einige Zeit gehalten und zum Ende der Bewegung wird ja wieder die Geschwindigkeit verringert. Also sprich, die Beschleunigungsrampe und die Bremsrampe sehen wir jetzt. Das nächste Signal, was wir brauchen, wäre der Fehler, sprich der Schleppfehler der Achse. Den lege ich auf Kanal 2 und das ist Axis 0F Error. So. Und die Position schiebe ich mal etwas hoch. Und jetzt führen wir das Ganze nochmal aus. Wir fahren erstmal auf minus 10 und wieder ins Positive. Okay, ich habe hier noch nichts drauf. Muss ich mal schauen, warum das jetzt so ist. Ah, jetzt. Okay. Also einfach mal nochmal ins Negative fahren, wieder ins Positive. Und jetzt habe ich hier meinen Fehler der Achse. Also das ist der Schleppfehler. Und jetzt habe ich hier die Nulllinie in der Mitte. Und die Achse hinkt mal hinterher, mal fährt sie vorne weg und so weiter. Ja, also der Fehler ist hier sozusagen hoch runter anhand der Nulllinie. Jetzt kann man sich noch anzeigen lassen, wenn man das möchte, die gesamte Bewegung. Das wäre dann Motor Post Feedback. Das wäre das hier. Das schieben wir uns mal hier runter. Und jetzt fahren wir nochmal minus 10 und auf 0. Okay, der hat das Signal noch nicht erkannt. Also nochmal. Jetzt. So, wir sehen auch hier bei der Bewegung, also sprich bei dem zurückgelegten Weg, er kommt von minus 10 und fährt hoch an die Nulllinie ran, bis er auf 0 steht. Also Achse steht auf 0 und ich positioniere sie also auf minus 10 und dann fährt sie auf den Nullpunkt. So die Theorie. Und wir sehen hier halt den Fehler und die Beschleunigung sowie die Bremsrampe. Okay, was hat das nun mit dem PID zu tun? Ganz einfach, wenn man den PID ordentlich ausregelt, dann sollte dieser Fehler relativ gleich bleiben. Also man hat keine Spitzen oder solche Täler. Der Anfang und Ende ist gleich. Also eigentlich sollte das hier schön eine Linie sein. Ist jetzt bei meinem Versuchsaufbau schwierig, da alles etwas lose ist und sich anders verhält durch die Kupplung mit dem Schlauch. Die Trapezgewindespindel in dem Schraubstock läuft auch nicht wirklich flüssig, aber ich kann euch das mal zeigen, welche Auswirkungen das hat, wenn man den PID jetzt nun mal etwas verstellt. So, ich gehe in die Kalibrierung rein und jetzt drehe ich einfach mal alles auf 0. Also den FF1, FF2 drehe ich mal auf 0 und stelle mal den P auf 20. Gleiches Spiel, wir fahren auf minus 10, das ist unsere Startposition und von da aus auf 0. Jetzt schauen wir mal im Oszilloskop. Oh, und wir sehen schon, der Fehler ist extrem gestiegen, weil ich habe ja jetzt alles auf 0 gesetzt. Ich nutze sozusagen jetzt nur den P-Regler. Und ihr seht, der P-Regler alleine erzeugt einen unheimlichen Fehler. Also die Achse, wenn man mal hier guckt, ist jetzt 2/10 sozusagen falsch. Die Werte seht ihr dann hier. Also ihr wählt den Kanal an. Und wenn ihr jetzt auf die Kurve oder auf die Linie fahrt mit der Maus, dann seht ihr, wie da so ein kleiner Punkt springt. Und je nachdem, wo der Punkt ist, zeigt er mir hier unten den aktuellen Wert an. Also hier wäre 0, seht ihr, das ist 0
Und jetzt fahre ich mal hier hoch, es ist schon fast 2 Zehntel. So, also 0,19 ist der Fehler. Und jetzt könnt ihr mit dem Parameter spielen. Jetzt könnt ihr sagen, okay, so ein PID-Regler oder so ein Regler allgemein, den stellt man erstmal so hoch, den P-Wert, bis die Achse anfängt zu oszillieren. So, ich nehme jetzt mal hier den Wert 25. Und jetzt habe ich schon gehört, also am Ton habe ich schon gehört, dass die Achse oszilliert. Und man sieht es auch hier im Oszilloskop. Ja. Die Achse, der Fehler springt hin und her. Das heißt, wir haben eine oszillierende Bewegung. Somit ist auch hier die Linie etwas wellenförmig, sprich die grüne Linie. Und das kann man jetzt glätten. Also man nimmt den P-Regler etwas zurück, denn dieses oszillierende Verhalten ist nicht wirklich gut. Also fahre ich die Achse mal zurück auf 20. Startpunkt ist minus 10, wir fahren auf 0 und schauen nochmal an. Okay, jetzt ist es relativ okay. So, der Fehler ist zwar da, aber das Oszillieren ist weg. Nun geht es an den nächsten Wert. Also ich, dadurch, dass ich einen Schrittmotor verwende, reicht bei mir der P-Wert, der FF1 und der FF2. Jetzt, als nächstes, wenn der P-Wert eingestellt ist, wenn ich damit zufrieden bin, ich keine oszillierende Bewegung habe, dann setze ich mal den FF1 auf 0,1 und schaue, wie sich dieser Fehler jetzt verhält. Wird er verringert oder wird er mehr? Aber das sehen wir ja jetzt. Wir starten wieder bei minus 10 und fahren auf 0. So, wie ihr seht, der Fehler ist auf jeden Fall geringer geworden. Wir sind jetzt ungefähr bei einem Zehntel, was die Achse daneben liegt während der Fahrt. Und jetzt erhöhe ich einfach mal auf 0,2. Startpunkt ist wieder minus 10 und ich fahre auf 0. Und wir sehen, jetzt kann ich die Position von der Anzeige etwas hochschieben. So, jetzt sehen wir, er ist etwas im Positiven mit dem Fehler, einmal im Negativen, wieder im Positiven und hier bewegt er sich im Negativen. Und zum Schluss hat er die Position nochmal ausregeln müssen. Das war so ein Brummen, also sprich, er ist wahrscheinlich etwas falsch stehen geblieben, nicht exakt auf der Position und musste dann nochmal nachregeln, bis er letztendlich auf 0 ist, der Fehler. So, jetzt kann man mit dem Wert noch ein bisschen spielen, leicht erhöhen. So, jetzt habe ich den Wert erhöht, er ist jetzt aber mehr im Negativen und er regelt immer noch hinten aus. Ich versuche mal die andere Richtung, also 0,195. Okay, selbe Ergebnis. Also nehmen wir mal 0,5. Das muss man ein bisschen testen, bis man mit der Kurve zufrieden ist, mit dem Fehlerbild. Okay, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Also wir haben positive Fehler von 2/100 und negative Fehler von ca. 2/100. Aber er regelt hier hinten noch ein bisschen zu stark. Er trifft die Position noch nicht genau. Und ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde jetzt den FF1 einfach mal auf 0,01 setzen. So, Startpunkt ist minus 10. Wir fahren auf 0. Jetzt seht ihr schön, dass sich das ganze Fehlerbild nochmal geändert hat. Also der Fehler am Anfang ist ziemlich hoch. In der Mitte funktioniert es, aber am Ende ist es auch wieder ziemlich hoch. Also ziemlich weit daneben. Und so tastet man sich ran. Also ich habe jetzt hier die 0,01 eingetragen. Jetzt trage ich mal 0,001 ein.
Okay, 0,001 sieht natürlich jetzt hier deutlich besser aus. Am Start wird der Motor beschleunigt, 300stel daneben. Hier ist er mal 200stel daneben und hier ist er auch so 200stel daneben. Aber Anfang und Ende ist schon fast okay. Jetzt spiele ich noch ein bisschen. Ich kann hier die Werte noch erhöhen und schaue mal, wie sich dann der Regler verhält. Wird es schlechter? Wird es besser? Okay, es ist schlechter geworden in dem Fall. Aber ich denke mal, ich habe euch das schon mal jetzt etwas näher bringen können, wie man das Oszilloskop verwendet, um den PID-Regler da etwas genauer einzustellen, als wie nur auf irgendwelche Zahlen zu gucken. So, also ich lasse es jetzt mal so. Das sind jetzt meine Werte, die ich jetzt abspeichere. Mit der Mechanik werde ich das nicht besser hinbekommen. Was ich aber jetzt mal noch mache, ich setze einfach mal den Vorschub auf 100. Und dann gucken wir uns das Ergebnis mal an, wenn die Achse langsamer fährt. Das Ergebnis ist fast dasselbe, aber ich glaube, der hat gar nicht getriggert, das war jetzt zu langsam. Da müsste man jetzt den Schwellenwert noch etwas ändern. Aber wir schauen mal. Okay, er triggert nicht. Man sieht das, dass hier auch noch ein Fragezeichen steht. Jetzt mache ich mal, ich versuche mal Folgendes. Ich nehme mal den Schwellenwert etwas runter, so kurz über die Linie. Und wir versuchen nochmal. So, jetzt sehen wir das, er triggert, also er erkennt das Ganze. So, jetzt stimmen natürlich diese ganzen Scales nicht mehr. Das heißt, ich muss hier die Kurven nochmal ein bisschen skalieren. Kann ich ja tun, ich drücke den Kanal und skaliere hier mal die Werte höher. Und den Fehler möchte ich auch mir besser noch anzeigen lassen. So, nicht beirren lassen. Wir sind jetzt hier 4/5000stel ist die Achse daneben. Je nach Skalierungsgrad erhöht sich natürlich die Kurve oder verringert die sich hier optisch. Aber wie gesagt, wenn ich hier den Kanal anwähle und mit der Maus hier mal irgendwo stehen bleibe, dann sehe ich den kleinen Punkt und hier unten wird der Fehler eingeblendet. Und der liegt jetzt so bei unter einem Hundertstel. Also mit Vorschub 100 schon richtig gut. Auch das Losfahren und das Anhalten ist jetzt völlig okay. Also mit Vorschub 100 fährt die Achse ziemlich genau. So, ich denke mal, ich habe hier an der Stelle alles erzählt. Ja, wie ihr gesehen habt, ist diese Visualisierung der Signale gar nicht so verkehrt. Und dadurch lässt sich natürlich der PID-Regler wunderbar exakt einstellen. Man sieht halt wirklich deutlich die Veränderung im Beschleunigungsverhalten sowie im Bremsverhalten und kann dann die ganzen Reglerparameter so einstellen und anpassen, dass letztendlich ein, sag mal, rundes Regelsystem herauskommt. Okay, das soll es gewesen sein für heute und ich hoffe, ich sehe euch oder ihr seht mich im nächsten Video. Tschüss!